Supta Kaunchasana ist der liegende Reiher. Anika zeigt, wie es geht. Von der Rückenlage ausgehend, beuge die Knie, dann hebe das rechte Bein hoch, fasse mit beiden Händen an den Fuß und hebe jetzt auch den Kopf hoch und ziehe den Kopf zum Schienbein hin. Das ist Supta Kaunchasana, der liegende Reiher, eine schöne Übung, um die Flexibilität des Beines zu entwickeln und dabei den unteren Rücken entspannt zu halten und lang werden zu lassen. Supta Kaunchasana ist auch eine schöne Übung für den Bauch, ist eine sanfte Massage für die Bauchorgane. Und es ist auch eine Form des Umarmens. Du hast praktisch das Bein an deinem Bauch und Brust. Du umarmst mit den Händen auch das Bein. Und so kann diese Stellung dir auch das Gefühl der Verbindung und Einheit geben.